Aber das können Sie doch nicht machen, das sind meine Projektoren. Was Sie genommen haben in dem Krieg, das war mein Land. Dafür kann ich doch nichts. Das haben wir machen müssen. Wir müssen auch. Ach komm, gibt ja sowieso keine Filme mehr. Mr. Hartmeier, Sie haben beantragt eine Lizenz für die Filmherstellung. Sie haben die Nazi-Filme gedreht. Naja, ich gebe zu, ich habe 4 Filme in den 12 Jahren zwischen 33 und 45 gedreht, aber das waren keine Nazi-Filme. Was dann? Ja, unpolitische Filme. Und wie denken Sie heute über Ihre damalige Zeit? Ich war in der inneren Emigration. Und Sie? Ich denke, ich habe ein schlechtes Gewissen. Man konnte doch gar nichts dagegen tun. Sonst ist man ja umgebracht worden. Aber trotzdem, unter meinen besten Freunden sind Juden gewesen und ich habe mich vor so manchen schützend gestellt. Ich denke, dass ich überlebt habe, das ist mir eine Verpflichtung. Wenn ich nochmal eine Chance kriege, mache ich es besser. Wissen Sie, Film ist die Einheit von Bild, Wort und Musik. Mein Herz gehört nur dir. Was war das? Lass mich doch raus, Mensch! Als wir dann angefangen haben, Filme zu machen zwischen all den Trümmern, mit den Krüppeln, da habe ich gedacht, jetzt hat er endlich was kapiert. Aber da hat er mich wohl getäuscht. Ach. Und darum nimmst du mir die Frau weg? Ja, oder ich? Halt mich fest. Nein. Nimm mich in deine Arme. Nein. Bitte. Was soll ich nur tun? Was soll ich tun? Nun sag doch was. Weißt du schon? Nicht bloß wegen dem Kino ist. Ich kann es dir auch überschreiben. Sag mal halbe halbe. Ich bin noch nicht mehr gewöhnt. Freut mich, ja, die war's. Und als Trost sind ihm geblieben die Gitarre und das Meer. Juanita hieß das Mädchen aus der großen fernen Welt. Und so nennt er die Gitarre. Kein Gruß, kein Herz, kein Kuss, kein Scherz. Schön war die Zeit, dort